Hallöchen zusammen! In der vorigen Episode von Don Rosa, seine Enten, seine Comics befanden wir uns in Mexiko. Und auch diesmal bleiben wir in Mittelamerika, denn es geht nach Panama. Die Geschichte der Jaguar-Gott von Culebra ist mal wieder ein zusätzliches Kapitel für Onkel Dagobert sein Leben, seine Milliarden. Einzuordnen ist es zeitlich in das Kapitel 11 der sein Leben, seine Milliarden-Reihe, also spielt innerhalb dieses Kapitels, das spannt ja einige Jahre, und zwar im Jahr 1906. Wie in den meisten von den Ursas-Kapiteln gibt es auch diesmal wieder eine Rahmenhandlung, die in der Gegenwart spielt, im Geldspeicher, wo Onkel Dagobert mal wieder seine alte Truhe herausgekramt hat mit seinen ganzen Erinnerungen an damals. Unter anderem liegt dort auch ein bestimmter Gegenstand, der Tick, Trick und Track Onkel Dagobert fragen lässt, was es denn damit auf sich hat und warum das Ding in seiner Trophäentruhe ist. Und Onkel Dagobert meint, diese Trophäe quasi soll ihn an das schlimmste Geschäft seines Lebens erinnern. Ja, und was ist nun dieses schlimmste Geschäft seines Lebens? Im Jahr 1906 wollte Onkel Dagobert mit den Guaymi-Indianern verhandeln. Grund dafür ist, Onkel Dagobert besitzt einen Berg dort, den er von Frankreich abgekauft hat. Und dort wurde angeblich Gold gefunden, allerdings weiß er nicht genau wo. Und er hat schon ewig rumgesucht, aber nichts gefunden. Und die Indianer wissen angeblich, wo das liegt, nur wollen sie es ihm natürlich für seine billigen Glasperlenketten nicht verraten. Zur gleichen Zeit wird der Panama-Kanal gebaut und weil Onkel Dagobert dummerweise dieser einen Berg gehört, kann die USA nicht weiterbauen, denn sie haben eigentlich das gesamte Land von Frankreich auch abgekauft, die schon mal versucht hatten, den Kanal zu bauen, Ende des 19. Jahrhunderts aber dummerweise daran gescheitert sind. Und jetzt versuchen die Amerikaner das zu bewerkstelligen, was sie ja, wie wir heute wissen, auch geschafft haben, denn der Panama-Kanal existiert ja bis heute. Und nun versucht Präsident Roosevelt eben mit Onkel Dagobert, beziehungsweise mit Dagobert, der damals noch kein Onkel war, darüber zu verhandeln. Ja, das ist quasi der Aufhänger, dass Dagobert möchte, dass die USA entweder ihr Staatsvermögen überschreiben, was natürlich Roosevelt nicht möchte, oder eben, da einigen sich die beiden Herren dann in einem geheimen Vertrag drauf, dass er ihm persönlich dabei hilft, eben nach dem Gold zu schürfen, weil er hat halt keine Zeit, er möchte den Kanal fertigstellen, außerdem gibt es einen General Esteban in Panama, der nur auf eine Gelegenheit wartet für einen Putsch. Und ja, darum muss Roosevelt selbst eben Hand anlegen an einen Bagger und will Dagobert eben dann nachts heimlich dabei helfen, nach Gold zu schürfen, in der Hoffnung, dass sie es finden. Ja, wie gesagt, ein Zusatzkapitel von seinem Leben, seine Milliarden. Und ich muss gleich schon mal ans Anfang vorwegnehmen, meiner Meinung nach ist das eines der schlechteren oder schwächeren Kapitel. Also es war ganz schön, Theodore Roosevelt mal wieder zu treffen und eben auch diese beiden sehr mächtigen Männer aufeinandertreffen zu sehen. Aber ich finde leider, dass dieser Spannungsbogen nicht sonderlich gut gelungen in dieser Geschichte. Wie gesagt, die Grundsituation ist ganz nett. Panama gibt ja auch eine schöne Kulisse ab, obwohl man davon jetzt nicht so wahnsinnig viel sieht. Also man sieht wirklich dann auf einem Bild mal in Nahaufnahme einen Einschnitt da, wo eben der Panama-Kanal gebaut wird. Ansonsten ist das eben doch eine eher, ja, man möchte schon fast sagen, wieder eine Gag-Story. Obwohl es von der Länge her wieder eine Abenteuergeschichte ist. Aber im Endeffekt geht es eben nur um den Schlagabtausch zwischen Dagobert und Roosevelt. Und meiner Meinung nach ist das Ganze ein wenig ermüdend. Was ganz nett ist und was das Ganze ein bisschen herausreißt, ist, dass Dagoberts Schwestern dort und Mathilda mit von der Partie sind, die ja außer im Kapitel 11, der seine Leben, seine Milliardenreihe auch nicht sonderlich viel Screentime haben, wie man heutzutage so sagt, und wenig Charakter hatten. Also außer eben, dass Mathilda die vernünftige, ordentliche, hübsche ist und dort dann eben die Aufbrausende, wie sie ganz als Donalds Mutter natürlich dann auch sein muss. Und das beweist sie hier eben wieder aufs Vortrefflichste. Und ja, es ist irgendwie ganz nett zu sehen, dass die beiden so als Sidekicks von Dagobert hier dienen und eben auch Präsident Roosevelt, vor allem Dortel, halt eben auch Paroli bieten können. Und ja, das ist irgendwie ganz witzig gemacht. Also das reißt die Geschichte ein bisschen raus. Aber insgesamt, meiner Meinung nach, plätschert sie ein bisschen zu sehr dahin. Es wird ein bisschen sehr viel geredet. Und bis auf die eine Szene mit dem Bagger, die doch ein bisschen actionreich ist und auch sehr witzig, ist sie eben doch eher lahm. Und ich finde jetzt auch, ja, die Geschichten, die Hintergründe da mit dem Jaguar-Gott, wie gesagt, ich will nicht weiter darauf eingehen, um da nichts zu spoilern, weil das eher erst am Ende der Geschichte auftritt. Ist jetzt auch nicht so spektakulär spannend. Obwohl es ganz schön gezeichnet ist, dieser Jaguar, und das muss man schon sagen. Wie genau die gesamte Geschichte, also zumindest hier in der Don Rosa Collection, auch sehr schön koloriert ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber ich habe ja noch die Nahaufnahmen von den Comic-Szenen. Weil die Geschichte auch zu großen Teilen oder zu einem gewissen Teil Nacht spielt, das ist meiner Meinung nach sehr schön gelungen. Also wie gesagt, keine sonderlich spektakuläre Geschichte. Einige das mit der Gags, aber eine sein Leben, seine Milliarden Zusatzkapitel ist meiner Meinung nach nicht würdig. Also da hätte man sicher andere Aspekte aus Dagoberts Jugend noch rausgreifen können. Und nur um Theodore Roosevelt mal wieder zu zeigen, ich finde so spannend ist dieser Mann jetzt auch nicht. Mag vielleicht aus US-Sicht anders sein, ich habe mich mit dem Mann nicht so viel beschäftigt, aber ich finde halt, insgesamt ist das Ganze eben doch eher mäßig. Naja, und mäßige Geschichten kriegen halt leider nur 3 von 5 Enten.